5 commence un nouveau Let's Play. Ich möchte ein neues Let's Play beginnen. Und zwar mit vielen Diamanten. Auf vielen Diamanten. Auf Survival Strukturen, ja. Aber dafür einfach hier. Niveau de la mer. Caverne. Fort. Village. Mine abonnée. Temple. Moins sous-marin. Ravin. Donjon. Nombre des donjons. Da darf man alles auf hochstellen. La rareté. Rareté des lacs. Rareté des lacs de lave. Lava sehen will ich auch häufig haben und normale Seen auch. Ocean de Laveren, nein. Alle Biome. Biomgröße, taille die Biome. Auf 2, ne? Taille die Rivière, die Flussgröße auf 2 runterstellen. Hast du vorne und dann natürlich Diamant. Muss ich neu erstellen. Dafür aber will ich kein Gravier, also kein Kies haben. Kein Kies. Minerai de Diamant, wo ist da? Taille, auch also die Größe auf 50 und die Häufigkeit auf 40 und die Maximale auf 255. Andere bleibt alles so. Créer un nouveau monde, Chargement du monde, Génération du terrain. Also eine neue Welt wird generiert. Das Terrain wird generiert. Das haben die Deutschen ja geklaut vom Französischen. Dann nehme ich jetzt einfach mal den ersten Part auf. So. Ich werde die Welt aufbauen lassen. Ich spawne in ein Fichtenbiom. Ja. Das dauert immer auch. Wenn man nebenbei aufnimmt, dann dauert es auch relativ lang. Deswegen so ist erstmal die Welt generiert. Spawn auf dem Baum. Kann ich nämlich hier das Holz direkt abbauen. Bois de Sapin. Fichtenholz. Oh, was ist das denn? Ein 2x2 Fichtenbaum. Dann 2x2 Fichtenbaum, wo ich gespawnt bin. Was ist das denn für ein Biom hier? Megateiger. Habe ich noch nie gesehen. Und ist sogar moosiger Cobblestone. Was kommt der denn daher? Moosiger Cobble. Nax. Was ist das denn hier? Verdoppt Erde. Und hier ist moosiger Cobble. Was ist das Meer? Hier steht einfach mal ein bisschen moosiger Cobble. Ne, mega Tiger hier. Hier ist mehr das moosige Cobblestone. Ist hier überall rum. Da ist noch mehr moosiger Cobble. Ich dachte überall, das ist so ein Dungeon, aber ist ja kein Dungeon hier. Und ich brauche natürlich auch noch die Nahrung. So gut, das ist mal 3 Schafe habe ich schon mal. Ich werde aber jetzt mal noch ein bisschen irgendwo mich reinfinden müssen. Also erstmal hier dieses Holz umkraften zu Brettern. Nicht Blättern, Brettern. Da habe ich Etabli und dann ein Baton. Hier ein Stück. Etabli, Baton. Quatre Baton. Avec des Baton, Fabrication. Pioche de Envoi. Eine Holzspitzhacke und dann noch eine hölzerne Axt herstellen. Eine hölzerne Axt. Eine Asche en bois. Alles diese 2x2 Tiger. Und hier ist ja noch dieser wusige Cobblestone im Weg. Das habe ich noch nie gehabt, dass ich in einem Mega-Tiger gespawnt bin. Viens d'envoitir le succès coupant du bois. Das heißt ja auf Deutsch. Hat den Erfolg. Nicht Coupon de Bois, sondern dreimal auf Holz geklopft erreicht. Jetzt muss ich mich eben. Das sieht irgendwie ganz komisch aus wie die Erde. Die grab ich mir jetzt schon mal runter und dann suche ich nach
nach Stein. So viel Erde hier. Da Stein. Juhu, ich hab Stein. Auf Französisch heißen die Pierre. Oh, ich höre Lava. Hat natürlich die Lava wie häufig oder Seltenheit ganz runtergestellt. Sehr relativ häufig, sehr häufig vorkommen. Jetzt grabe ich einfach mal hier. Oh, Diamant. Da kann ich erstmal nicht weitermachen. Ich muss erstmal die Diamanten umgehen, weil ich ja keine Eisenspitzhacke habe. Dafür kann ich mir aber ein Steinschwert schon mal bauen. Epée en pierre. Da kommen nochmal drei. So mit Critical Hits heißen die Dinger. Drei Schafe töten. Und dann kann ich schon mal die Nächte überspringen. Und spawnen dann auch immer dort. Was ist der denn gedroppt? Laine Blanche, Laine Gris Clair. Das sind hier Mouton Gris. Anscheinend droppen die auch Schafsfleisch. Dass sie das aber haben, das wüsste ich gar nicht. Aber jetzt erstmal, was will ich denn machen? Einen Ofen herstellen. Einen Ofen. Ein Fundo einstellen. Und jetzt mal ein paar Holzkohle stellen. Charbon en bois. Oder wie heißen die auf Französisch? Wie heißen die Charbon en bois? De bois. Also das war fast richtig. Jetzt ist er hier mit dem Baton und dem Charbon de bois. Jetzt mal wieder die Batons mitnehmen. Jetzt habe ich erstmal ein paar Korsch. Muss hier die Diamanten ausweichen. Nutze ich nicht. Noch mehr Diamant. Oh Gott, da komme ich ja niemals vorbei. Muss ich erstmal anscheinend in die Seite graben und dann nach Eisen zu suchen. Aber ich will auch erstmal sowieso die Holzspitzhacke aufbrauchen. Mache ich jetzt am besten erstmal die Holzspitzhacke aufbrauchen. Sind wir jetzt bei 8 Minuten Aufnahme. Wie gut. Da ist schon mal Eisen. Den jetzt sieht hier Eisen. Das heißt, Steinspitzhacke holen und dann kann ich nämlich auch die Diamanten abbauen, wenn ich zumindest 3 habe. 3 Stück Eisen. Und jetzt hier die, was ist das denn hier? Das ist wahrscheinlich Schafsfleisch. Was wollte ich jetzt denn noch machen? Also, bestimmt hole ich mir auch mal exotische Baumarten her. Es ist Nachmittag, also das geht ja noch. Und was kann ich denn jetzt denn machen? Ein Bett erstmal herstellen. So. Ein Bett erstellen. Dormir dans le lit. Oder heißt das au lit? Ich glaube, das heißt dormir au lit. Also dormir heißt schlafen und lit ist Bett. Ah. J'ai oublié le pioche en fer. Also die Eisenspitzhacke vergessen. Steinspitzhacke vergessen. Pioche en fer heißt aber Eisenspitzhacke. Ja. Pioche en pierre heißt Steinspitzhacke. A cause des diamants. Oh, das sind 3 Stück Eisen. 2 Block. 4 Block bisher. Noch mehr. Beaucoup de fer. Un peu trop wie beaucoup de fer. Ich kann nicht ganz viel Eisen. Diese rosigen Steine brauche ich gerade nicht. Wie viel heilen denn diese Schafsdinger?
Ohne Problem dormir que durant la nuit. Kann also nicht, bevor die Nacht angefangen hat. Oh, das sind braune Schafe. Na, dann kann ich besser auch scheren, weil ich jetzt hier Eisen habe. Das braune Schaf hier. Das heißt, das ist der Mouton Marron. Also Mouton heißt, glaube ich, Schaf. Das hier ist einfach Fichtenholz. Ich wusste erst gar nicht, dass es wirklich so einen Mega-Tiger gibt. Ich könnte eigentlich daraus ein Haus bauen. Aus diesem Holz. Ich will natürlich erstmal die Holzaxt aufbrauchen. Aber ein riesiger Baum hier. Also diese 2x2 Fichten, weiß ich gar nicht, dass es überhaupt solche gibt. Dass wir 2x2 Holz haben, dann sind natürlich ein bisschen höher. Es geht noch höher hinaus. Es braucht natürlich ordentliche Teile der Axt auch. Eine Holzachse, die hält es nicht lange aus. Noch weiter hoch. Die ersten Blätter verschwinden schon. Kann man einen wieder ein Holz hochbauen. Jetzt kann ich nämlich das wieder abbauen. Da ist sie gleich die Axt endgültig am Ende. Diamanten habe ich natürlich noch keine zur Verfügung, weil ich nämlich das Eisen noch nicht gebrannt habe. La nuit n'a pas commencé. Vous ne pouvez dormir que le moment. Du kannst nicht schlafen, bevor die Nacht begonnen hat. Durant heißt doch während der Nacht. Es klingt irgendwie für mich ist die Übersetzung ein bisschen falsch, weil ich denke nämlich, du kannst nicht schlafen während der Nacht. Das wäre natürlich eine falsche Übersetzung. Da müssen nicht durant, sondern devant la nuit stehen oder avant. Devant heißt vor, aber örtlich. Und avant ist ja das zeitlich, also muss der avant la nuit hinstehen. Und jetzt erstmal wieder ein paar Sticks. Und jetzt hier die Eisenpicks. Pioche en fer. Und ich ziehe nämlich endlich die Diamanten abbauen. Diamant! Ja, ich hab den Erfolg gar nicht gekriegt hier. Warum denn hier? Ah, ich habe den gar nicht noch bekommen. Ach, deswegen habe ich noch keine Diamanten als Erfolg. Aber erstmal will ich die Holzpick noch aufbauen hier. Sind natürlich die Diamanten hier im Weg. Wie geht denn der Weg hier weiter? Und am besten hier so ein 3x3 Weg ausgraben hier. Hier ist hier unten erstmal. Oh, jetzt ist die Holzspitzhacke auch schon am Ende. Das abbauen. Ah, die Diamanten dauern wenig länger als. Und die kriegen auch viel Erfahrung. Zack, 21 Diamanten. Schaut mal hier noch weiter, weil ich noch ein paar mehr brauche. Für eine komplette Rüstung braucht man 24 an Eisen, Gold, Diamant oder sonstigen. Ich mache das schon mal auf 3 Blöcke breit, weil nämlich immer mal in beide Richtungen Schienenstrecken legen will. Weil natürlich die Fackel wieder abgebaut wird, denn da habe ich sie ja.
Habe ich auch gleich mal ein paar Pierre, ein paar Steine. Ich mache mal erstmal hier unten auf Steinebene. Schaufel habe ich ja noch nicht. Jetzt hat es viel. Oder eine Farm muss ich ja auch noch bauen. Moos, den Kobbels, die müssen ja auch weg. Kenne das Biom gar nicht. Kohle, da ist ja Kohle. Müssen ich die anzutreffen hier. Ich jetzt nicht. Nur Diamant am Boden. Das kann ich jetzt im Moment noch nicht viel gebrauchen. Diamanten. Ich will auch mal die Holzaxt hier aufbrauchen. Ist sowieso kaputt. Wir legen jetzt wieder massig Setzlinge rum. 8 Stück habe ich jetzt bekommen. Jetzt muss ich erstmal eine Truhe machen. Eine Truhe. Brauche ich gerade nicht. Diese brauche ich gerade nicht. Steinflitzer packe ich mal noch rein. Kohle brauche ich gerade auch nicht wirklich. Weil nämlich die Holzkohle brennen kann. Mach einfach mal hier ein bisschen mehr Holzkohle brennen. Ja, das kann ich natürlich hier zusammenpacken. Na? Das ist sterile Erde. Oder wie heißt das? Das gekocht ist. Brennende Blee. Das. Da brauche ich ja natürlich noch eine Hacke. Asch. Eine Asch und Diamant brauche ich da natürlich noch für. Das hat er die aufgeteilt hier. Natürlich noch ein Diamant Schaufel Schwert und dann noch die Rüstungsteile. Ich habe 25 Diamanten, das heißt, einer dürfte übrig bleiben. So, das wird auch einer übrig bleiben. Also 24 Stück braucht man, um mal einmal eine komplette Rüstung anzulegen. Und jetzt noch eine Axt. Aber aus Diamant sollte natürlich bestehen. Deswegen werde ich erstmal das oberste Diamantvorkommen, was ich hier erstmal komplett ausgraben. Direkt mal in einen Diamantrausch fallen hier. Oder so lange bis, so spätestens so lange bis die Eisenpick ausgegangen ist. Das natürlich jetzt erstmal nicht in dem Part komplett abbauen können. Nämlich gehen wir mal ein Diamanthaus oder Diamanthaus, also Diamantblöckehaus oder Diamantblockpyramide sogar bauen. Als Projekt. Dann muss ich dann Unmengen Diamanten abernten hier. Ja, ich mache erstmal so. Maximal ein Stack Diamanten sollte ich noch haben. 46, ich mache mal auf ein Stack hinaus. Dann brauche ich nämlich nicht. Dann werde ich auch nicht so langweilen hier. Da liegen noch. Ah, jetzt habe ich über ein Stack. Toll, jetzt habe ich einen Diamanten zu viel. Aber jetzt kann ich noch einen Diamanten verschwenden. Vielleicht so. Eine Jukebox herstellen. Brauche ich gerade nicht, aber ich wollte auch nur einen Diamanten verschwenden. Und jetzt ist gerade hier auch das hier in Arbeit. Und jetzt erstmal dadurch wieder Holzkohle hergestellt. Und die Diamanthacke habe ich, Eisen habe ich ja immerhin noch. Aber erstmal muss ich hier. Ich glaube, ich kann das hier als schöne Bucht verwenden. Das Haus persönlich würde ich am liebsten hier hinbauen. Also hier.
hier schon mal anfangen, das Haus zu bauen. Habe ich noch irgendwie eine Axt? Keine Axt dabei, also das heißt, wir müssen mal Diamanten holen. Ja, nicht genug Sticks hier. Ich habe nur einen Stick, dann reicht das nicht. Ein bisschen Holz müssen wir schon mal abholen hier. Ah, es hat sowieso gleich auf. Zeigt, es ist noch 24 Stück übrig geblieben. Und jetzt erstmal noch eine Axt bauen und dann schon mal erklären, wo ich das Haus hinbauen soll. Oder ihr könnt es natürlich noch bestimmen, weil ich nämlich, das ist aber der erste, einzigste heutige Part kommen soll. Und dann hoffen wir, dass der Fall euch gefallen hat. Geht auf den Daumen nach oben. Liked das, also liken, teilen. Macht es bekannter und empfehlt es anderen. Tacken und abonnieren. Dann über dieses Video mache ich weitere dieser Videos. Bis dann und ciao.